oh, oh. Wirklich eine interessante Geschichte hier. Es ist ein kleines Küstenörtchen voll mit Touristen, würde ich jetzt mal sagen, voll mit Auswanderern, die hier auch leben. Und es ist auf jeden Fall sehenswert. Get up, everybody, sing. Das sind unsere Fahrräder. Die haben nur das Rücktritt. Das Schwarze ist Tonis. Wir haben keine Bremse, sondern nur Rücktritt. Und das Grüne ist das Darmfahrrad. Nimm die Fahrräder mit, mein Hase. Ja? Nimm die Fahrräder mit da vorne hin. Und hier habe ich gestern meine Sonnenbrille verloren. Das war exakt bei den Wellen hier. Meine richtige Brille. Also sauber ist das Wasser, auf jeden Fall. Es ist natürlich, wenn es hier ankommt, sieht es natürlich etwas schmuddelig aus, weil halt der schwarze Sand da drunter ist und da vorne es schon losgeht. Also alles hier ist versandet. Aber wenn das Wasser hier weggeht, dann sieht man einfach, dass das Wasser auch schon sauber ist und klar. Der schönste Import hier in Costa Rica, Chat. Hola chicos, hola chicas. So, von mir aus kommen wir weiter. Bienvenidos en Costa Rica pura vida. Verstehst du? Komm, Babe. Soll die kalt sein oder soll man die warme nehmen? Erstmal nehme ich mir so einen Sportsdrink, da habe ich Bock drauf. Und dann nehmen wir eine kalte Flasche Wasser mit, oder? Ja, das hört sich nach dem Plan an. So eine. Gracias. Das ist eigentlich unser Satz hier. Nicht alle, die wandern, sind lost. Ja. Wanderlust, Puerto Viejo Store, La Tinta Tropical. Hase? Ja. Oh, guck mal, Schatz. Eine Bank. Gehe ich mal mit euch rüber. Da seht ihr, hier wurden super viele Baumstücke, Baumwurzeln rausgerissen, komplett. Und liegen hier einfach so rum. Das ist mal krass, ne? Und hier ist das noch gemischt, das könnt ihr sehen. Mit diesem schwarzen und weißen Sand. Und da hinten in die rechte Richtung runter wird es immer heller. Auch tatsächlich ein Schulbus, so wie man ihn eigentlich aus Amerika kennt, ne?
Und das da vorne steht Transportes des Estudiantes, also Transport der Schüler. Wir sind hier mit dem Fahrrad vorbeigegangen, da habe ich das hier gesehen, Da habe ich das hier gesehen und da habe ich gesagt, boah, das ist mal traumhaft schön hier. Das fühle ich. Und da hinten könnt ihr noch genau sehen, dass das alles richtig schwarz ist. Und ab da vorne wird es heller und heller und heller. Und da hinten seht ihr dann, dass es dann irgendwann ganz heller Sand ist. Setz dich mal da auf den Baum. Da kannst du deine Füßchen da hinten kannst du sauber machen. Oh, das ist glaube ich gut jetzt. Oh, du hast schon lange nicht mehr so geschwitzt, Hase. Warte mal, bleib mal stehen. Das ist eine gute Übung für Thailand. Wie der am Schwitzen ist, der Töni. Oh Mann, der arme Kerl. Das sollen diese Frösche sein hier. So dieses. Ich habe noch nie einen Frosch gehört, der so macht. Doch, habe ich. In Thailand gibt es die Geräusche. Echt? Ja, auf jeden Fall. Hier, Chat, die haben wir live gesehen. Ihr wart dabei, ne? Ihr wart dabei, als wir die in live gesehen haben, ne? Das finde ich cool. Das Bunte. Ach, guck mal, hier gibt es auch diese Gummibänder, auf die Toni so steht. Oh ja, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Guck mal hier. Hier auch die Tortugas. Das ist so nice. Thank you, Jotte. Gott, die war ja sympathisch. Schönes Lächeln, hübsche Frau, einfach mal sympathico. Das ist der weiße Sandschwert, davon habe ich gesprochen. Einfach jetzt mal da vorne so eine Hängematte dran machen. Immer so ein Bier aus der Bar liefern lassen und dann einfach da so chillen. Das wäre geil. Das würde ich jetzt auch fühlen. Ja, rein da. Also wenn ihr nach Costa Rica kommt, dann kommt unbedingt hier hin nach Puerto Viejo. Das ist wirklich ein wunderschönes kleines Städtchen. So, was gibt's hier? Schokolade, Vanille, Kaffee, Dulce de Leche, Oreo, Joghurt, Stracciatella, Chocolate Blanco, Menta. Chat, seid ihr dabei? Wir gehen jetzt einfach mal rein. Eieiei, was gibt es denn hier? Wassermelone, Mango, Erdbeere, Guanabana, Kokopina, Maracuja, Lemon. Oh, Lemon hört sich gut an. Limon con Hierba. Schokolade. Sí. Das ist Mittagessen vom Allerfeinsten. Gracias. Also too, for me, Dulce de Leche. Oh, lecker. Ich will mal probieren, ob ich das auch nehme. Das schmeckt nicht. Also, hör auf jetzt. Ich muss. Oh, Mama Mia, ja, ist das lecker. Ja. Are you from Costa Rica? Italien? Sì, veramente? Sì. Oh, Mama Mia, che bello. E per questo è gelato così buono, eh? Die Italienerin hier steht unter sich, ne? Ja. Italiana con gli occhi blu. Io vengo dalla Germania, io sono mezza. Ah, ok. Germania e italiana sono. Mezza. Però ho dimenticato di parlare italiano perché non lo parlo proprio. No, non l'hai dimenticato. Non l'ho dimenticato, no. Due giorni. Sì.
Io penso che una settimana, due settimane, sì. Poi mi ricordo tutto. Allora, grazie, grazie, buona giornata. Grazie mille. So, also es waren jetzt 6 Euro für zwei Eis, das ist fair. Boah, Chad, das ist so lecker. Limone? Kriegst du in Venedig nur eine Kugel für. Das wird eine Aufgabe. Jawohl, endlich mal. Danke schön. Ich mag Nusch. Mountainen. Das ist einfach Postkartenmotiv, ne? Absolut. Da hinten liegt auch ein Wrackchat. Ist auch einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich vom Sturm oder so. Ist aber noch relativ neu. Ah, hier ist der Gemüseladen, Obst-Gemüseladen. Kleiner Gemüseladen. Ja. Dann komme ich einfach mal drüber. Vamos? Ich glaube ja. Was? Erst mal was machst du denn da? Zack. Ja, Chat. Das ist das Ding, ne? Geil, um mal rein. Adios. Adios, buen dia. Das erinnert mich immer an die Schildkrötenwanderung. Dankeschön. Bin gerade ein bisschen gerührt. Dankeschön. Niemals seine Träume aufgeben, Chat. Wichtig, wichtig, wichtig. Vorsicht, wo du hinläufst, mein Schatz. Ich habe alles im Blick. Ja, du hast alles im Blick. Ich habe neue gesehen. Linsen. Also guck mal, wie schön das da oben aussieht. Kann man auch sitzen. Oi, 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 oi. Aber beste Stühle. Oh, gibt es hier noch was Schönes, Hase? Ach, alles hier. Ich glaube, ich wäre... Also Chad, ich kann euch sagen, wenn ich hier wohnen würde, ich würde hier ständig mein Konto überziehen. So, Chat, wir trinken jetzt noch einen schönen Absacker am Strand hier. Bock drauf? Wo seid ihr gerade genau? In Puerto Viejo. Puerto Viejo. Ai, ai, ai. Wo seid ihr gerade? Puerto Viejo. Einfach mal eine mega schöne Aussicht und ich bin froh, dass wir euch das zeigen können, weil ich dachte wirklich gestern, dass wir heute einen mega Regentag haben. So sehen unsere Limonaden aus. Ich habe keine Ahnung, ob das schmeckt. Wir haben es einfach mal bestellt und probieren mal. Prösterchen. Stößchen. Oh, lecker. Ja, mega geil, ne? Für mich das schönste Örtchen, was ich bis dato gesehen habe, ist in ganz Costa Rica, ja. Muss ich schon sagen. Bis dahin. Wir Tschüss, Sikowski. Danke für alles. 3, 2, 1. Let's go.
so schön dran. Mach mal mein Mikro aus. And Merry Christmas and a Happy New Year. A Merry Christmas. Pfeifen von Toni ist so gut, ja. Manche sagen auch, keiner pfeift so geil wie der Toni. Und andere sagen wieder, Toni pfeift auf dem letzten Loch sozusagen. Hallo, ich meine, das ist schon komisch, Weihnachtslieder zu hören. Und alle im T-Shirt und kurzen Hosen. Und dann noch mit Samba-Rhythmen, ne? Ja. Ich habe noch nie so geile Weihnachtslieder gehört. Also, heute ist unser letzter Stream aus Costa Rica mit Karnevalsklängen und Samba-Klängen. Ich liebe es ja auch total. Das ist ein Traum. Ich mag es sehr gerne. Und ich kann mir das stundenlang reinziehen. Ja, wir sind so ein bisschen wehmütig immer also an so einem Tag, wenn unser letzter Stream aus dem jeweiligen Land ist, ist man immer so ein bisschen wehmütig. Deswegen kommen diese Samba-Klänge und so ganz gelegen. Aber ansonsten genießen wir es natürlich volle Kanne. You make me happy. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Das ist so geil. Hase! Was? Das ist eine schöne Kulisse für den letzten Stream, ne? Ja, für mich auch. Hey Chad, guck doch mal hier. Nice Tattoos, Baby. Baby, Baby. Geile Sache. Ne? Guck mal, das Tattoo nimmt Vanni mit aus Costa Rica. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Das hat Vanni sich tätowieren lassen. Pura Vida. Hat der Künstler aus der Hand gezeichnet. Und bei mir ist es dieses Tattoo geworden. Bei mir sind es die zwei Reisestempel aus dem Pass, einmal Costa Rica und einmal USA. Am besten ist da hinten dieses Rentnerpärchen da. Die sind so verliebt am Schwimmen da hinten, die beiden. Ja, die beiden. Ja. Als nächstes hin, Bangkok, habe ich gehört. Ja, genau. 2-3 Monate machen wir Thailand. Schnell Foto, schnell. In Bangkok starten wir. Foto, Foto. Oh, jetzt weg. Oh, ich habe ein Foto gemacht. Na, 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 na. Oh, da sind meine Schluppen, ich muss aufpassen. Einfach fantastisch. Danke einfach für alles, wirklich für alles. Und ja, ich werde euch hart vermissen. Es wird für uns ein harter Weg bis nach Thailand. Es wird für uns wirklich stressig sein. Wir werden euch auf jeden Fall mit offenen Armen wieder empfangen. Wenn wir dann den Stream machen am 5.12., dann freuen wir uns auf euch.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich fand Costa Rica auch spannend. Ja, auch die Erfahrung möchte ich nicht missen. Ich freue mich extrem auf Thailand. Wir haben gestern mal geguckt, was noch so die nächsten Länder sein können. Und da sind uns auch welche aufgefallen, die wir so noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Dann werden wir noch das ein oder richtig geile Land auf dem Plan haben. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt mitreden, die ihr Costa Rica gesehen habt. Ihr wisst Bescheid, wo es Schildkröten gibt, wo man Faultiere findet, wie der Vulkan hier aussieht. Ihr habt viele, viele Sachen mitbekommen. Und ja, einfach nur ein Traum. Kuss. Haben euch lieb, Fett.